Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist das Duellchen um 21 Uhr, das wir hier gemeinsam spielen werden. Also eine kurze Runde mit 9 Spielen nur. Und ja, ich war heute ein anstrengender Tag für mich. Aber es war trotzdem ein schöner Tag. Gucken. Ja, den werden wir mal stechen. 20. Ja, ui, Schneider. Schade. Tja, das ist nicht so eine schöne Karte. Also, so, man braucht ungefähr 350 bis 400 Punkte in dieser Wertung, um in die Preise zu kommen. Ich hatte letztens mit 361 in der dritten Wertung den letzten Preis. Es kann auch mal anders laufen. Karo, okay. Ich mache jetzt dann noch einen sicheren Trumpfstich, 6. Ah, den nehmen wir auch raus. Trümpfe 3 zu 3. Naja. Noch ein Null-Augenstich zum Schluss. Das kommt auch selten vor, 18, passe. dass du im letzten Stich einen Passe. 0-0-Punkte-Stich machst. Peak. Pik ist Trumpf. Ich komme mit Karo raus. Ich habe nur einen Trumpf, also keinen vollen anspielen, weil ich auch nur zwei volle habe. Ich hoffe natürlich, meine vollen bei Mundalo auf Trumpf unterzubekommen. Hat er ihm die Herz 10 hochgespielt? Jupp. Hat er? Jetzt kommt der Karo nach. Da hat er nicht so gut gespielt, muss man wirklich sagen. Naja, Kreuz König hätte er anspielen können. So, die Passe. erste Chance für mich auf ein Spiel zu machen. Es war 18. keine gute Karte, Passe. aber 18 muss ich sagen. Tja, ich denke mal, da spiele ich den Pik. Drücke 14. Peak. Ja, ich habe schon schlechtere gewonnen und ich habe auch schon bessere verloren. Das ist so ein Spiel. Ja, kann gut gehen, muss aber nicht. Herzeröffnung ist schon mal schlecht. Oh, okay. 18. Es sieht mir hier nach einer gleichmäßigen Verteilung aus. Und so ist es. Trümpfe 3-3, Herz 2-2, Karo 3-2. Alles easy. Kreuz Junge im Skat, das wäre schön, 18, wenn ich den jetzt finden würde. passe. 20, ja. 22, passe. So, Pik und Kreuz kann er gerne spielen. 0 kann er auch spielen. Ich habe zwei Siebenen, eine 8. Peak. So. Herz kann da rauskommen. Macht er auch.
So, dann werden wir mal gleich Trumpf spielen. Ich bin ein Trumpf länger. Und Trumpf vollen möchte ich jetzt haben von ihm. Ah, schade. Jetzt hat er die Chance, noch unter den Trumpf vollen zu verstechen. Nein, Kreuz. Ah, Mist. Das ist blöd. 18, passe. Passe. Der Hansa Marco steht mit minus 188 und es sind nur noch 4 Spiele, da hat er keine Chance mehr. Kreuz. Kreuz ist Trumpf. Komm mal mit der langen Pikfarbe raus. Naja, Pik König wird er nicht mehr haben. Den wird er gedrückt haben. So, hat mein Mann hier einen Bube? Wäre schön. Damit wir wenigstens einen Trumpf vollen nach Hause kriegen. Ja, er hat Karo Bube. Drei, es ist ein 6, ein 5-Trümpfer nur, aber mit dreien halt, ne? Und nur ein Pik dabei. Ach, Herzbube hat er gefunden. 18, Glücklich. passe, passe. Pik. Pik, habe ich nur den Buben. Da war es ja auf jeden Fall richtig, Kreuz reinzuhauen. Ja, ich sage, er hat Herzkönig zu dritt. Passe. Hier werden Spiele, 18. viele Spiele verloren. Passe. Grand. Na, das wird wohl nicht verloren von meiner Karte. Kreuz, Junge im Skat. Oh, 18, im letzten Spiel nochmal passe. die Chance auf ein Spiel. 20, ja. 22, ja, passe. Drei Reizungen. Eieieiei. Pik-Reizung, Karo-Reizung. Was ist gefährlicher? Welche Farbe soll ich eher drücken? Kreuz. Ach, ich bin Ausspieler. Ich denke gerade, warum wird hier nicht ausgespielt? 14. Das ist, sehe ich gerne. 25. Hat er von zu dritt ausgespielt? 32.
42. Zweiunddreißig im letzten Stich. 266. Damit den Tisch gewonnen mit 2 zu 0. Der Einzige, der kein Spiel verloren hat, aber wird natürlich kein Preis werden. So, damit verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns dann um 22:30 Uhr zur Rangliste als Livestream. Macht's gut, bis dahin. Ciao.